If it hadn't been for this Dostoevsky society, I probably wouldn't have been able to come to the West at all. A Soviet citizen can't just decide to come here as he pleases. The West was nothing but a pipe dream. But who doesn't dream of going to Tahiti, as the famous song goes? Herr Dmitri Dostoevsky aus Petersburg ist zum Ehrenmitglied der Dostoevsky-Gesellschaft ernannt worden. Danke. Во-первых, я хотел бы поблагодарить. Камера. Läuft. Wir haben in diesem Jahr am 13. Mai hier oben in Schleswig-Holstein die Dostoevsky-Gesellschaft gegründet für Deutschland. Und wir haben. This is my first trip to the West, and I don't think I'll come back here again. So I want to use this chance to the full. Es geht über eine Ausstellung, einer Bildausstellung hier. Потому что у нас так сейчас жизнь такая в России, что вперед, но ничего не скажешь. Because back home, there's no telling what will happen. The future looks a bit bleak at the moment. So while I'm here, I'm prepared to do anything and appear anywhere, as long as they pay me for it. Dmitri Dostoevsky kommt aus Petersburg. Einige, die hier sind, die haben bestimmt in ihren Büchern, in ihrem Bücherboard, die großen Romane von Dostoevsky, ob Schuld und Sühne oder Der Idiot oder Die Brüder Karamazow. Sehe ich es richtig, dass Sie heute dabei sind und uns begleiten. Das ist eine ungeheure Anerkennung auch für die, so die Wahlauseinandersetzung in Deutschland. Wir versuchen ja, es in einer Form durchzuführen, die einer Demokratie gemäß ist, fair mit unseren Gegnern, aber doch hart in der Sache, um klarzumachen, weshalb man bei uns einen bestimmten Kandidaten oder eine bestimmte Partei wählt. The man helped the Dostoevsky Society to get me a German visa. And I helped him with his election campaign. Danke für Ihre Hilfe für meine Visum und für alles, was Sie tun für mich. Aber Herr Dostoevsky, das haben wir gerne getan. Und wenn Sie wieder mal Probleme haben mit einem Visum, wir helfen wieder. Das ist selbstverständlich. Wenn man Dostoevsky liest, dann hat man einen Schlüssel für das Erkennen der russischen Seele, des russischen Menschen zusammen. Das ist so ein Schlüssel dafür. Also wer die Menschen in der Sowjetunion kennenlernen will, der musste eigentlich Dostoevsky gelesen haben. Also dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Das ist eine Aussage, die wird von vielen unterstützt. Und deswegen ist es uns eine besondere Ehre, Sie heute hier zu haben. Und Sie sehen, dass der Name Ihres Urgroßvaters. My program here is simple. Make a bit of cash and buy a Western car. Mercedes, скорее всего. Ideally, of course, a Mercedes. Just imagine, to appear in a Mercedes among all those grey uniform larders in Petersburg. Wouldn't it be great to sit behind the wheel of a Mercedes with all the passers-by trying to look into the car? Who's this man behind the wheel? And behind the wheel is me. Ich höre, dass Sie ein Experte von Mercedes-Autos sind. Ja. Da habe ich diverse Sorten da, ja, auf dem Autoplatz. Ich brauche Mercedes, billiger. Billig, ja. Was für ein Jeep wollen Sie denn haben? Strich 800, 8er, 123er? Für mich ist besser Diesel. Diesel? Ich habe schon 200er, 220er. Wie, was ist? 100 schon. Wo kommen Sie denn her? Aus Polen? Nein. Wollen Sie das Lotte geben, ja? Aus Russland. Ja. Naja, dann müssen wir mal irgendwie hingehen. Ich kann Ihnen auf einem anderen Automarkt irgendwie ein Auto zeigen. Irgendwie, aber müssen Sie ein paar Mark mehr bezahlen. Bei dem für 2.500 Mark können Sie auf den Schrott gehen.
Da kriegen Sie ein Schrottauto, ein Mercedes. Vielleicht kommen Sie nachher auf den Russenmarkt mit, dass Sie mir ein bisschen Russisch übersetzen. Dann gebe ich Ihnen ein paar Mark dafür. Russen, die kaufen meist Mercedes, alle Mercedes. Egal was für Typen. Von 190 angefangen bis 450 SL. Ja. Ich hatte selbst vor ein paar Wochen etliche Russen da bei mir zu Hause. Die haben mir auch angeboten, russisches Gold. Ja, und da habe ich dann auch gesagt, das ist okay, für den Preis, den würde ich bezahlen. Würde aber erst das Gold untersuchen lassen. Ja. Ja, und die Russen sind nicht wiedergekommen. Ja, die bieten alles an. Pistolen, Schwarzpulver, Patronen, Waffen, richtige Maschinengewehre. Denn die höheren Offiziere, die geben ihre Orden hin. Ja. Die bieten ihnen alles an. Oder wenn sie doch nur ihre eigene Frau. Ja. Guck mal, 10 Jahre alt. Es gibt keine Russen, gar nicht. Guck mal, diesen Wagen kannst du in Polen verkaufen. Der ist neu, keine Reparatur, nichts, gar nichts. In Russland keine Trabant. Auch in Russland, die deutsche Botschaft fährt auch Trabant. Sechs Modell, Unfall. Metallic Boya. Hey, schön, güzel. Ja, das ist alles okay, aber ich kann nicht Türkisch sprechen und nicht kein einziges Wort verstehen. Ja. Übersetzen. So. In Dostojewski finden wir eigentlich einen Propheten. Er zeigt einmal die ganze Zerbrechlichkeit des Menschen auf, in seiner ganzen Sündhaftigkeit. Und dann zeigt er auch immer diese kleine Lichtflamme, von der wir ja nun Jesus als das Licht der Welt betrachten. Es ist ja auch möglich, dass viele zum Beispiel mit Dostojewski bekannt sind durch den Film Anna Karenina. Er zeigt in seinen Figuren beispielsweise Andras Kolnikow. Es gibt etwas im Christen, was hier alle Menschen anspricht, unabhängig von Konfession. Das ist eigentlich sehr wichtig. Und da glaube ich, ist das Christentum im Moment nicht so sehr entstanden. Will I get a Mercedes out of it? The sum I've got at the moment is pathetic and prices are quite steep. I decide not to waste time. I dig up a few German language books about Dostoevsky, list some more or less relevant passages, and compile a lecture. Quite a good one too. Denn bloß durch den Abgrund seiner herniederströmenden, sich preisgegebenen, sich maßlos, endlos hingebenden Liebe kann der Abgrund unseres Leidens ausgefüllt werden. Christus, der bloß am Kreuze gestorben und nicht auferstanden ist, ist nicht berechtigt, Herr und Meister zu sein. Wenn wirklich einmal das Göttliche in das Menschliche konkret und vollkommen eingegangen ist, ja, dann sind wir nicht verlassen in unsere Leiden. Liebe es, zur Erde niederzufallen und sie zu küssen. Küsse die Erde unermüdlich, liebe unersättlich, liebe alle und liebe alles. Suche diese Begeisterung und diese Verzückung. Benetze die Erde mit deinen Tränen der Freude und liebe diese deine Tränen und schäme dich dieser Verzückung nicht. Schätze sie noch hoch. Gott ist notwendig und darum muss er sein. Aber ich weiß, dass ihn nicht gibt und nicht geben kann. Verstehst du nicht? Dass ein Mensch mit zwei solchen Gedanken nicht leben darf. Und er nimmt das Leben und zugleich seine furchtbare neue Freiheit. Ja, na, das sagen Sie mal an, Herr Schwertfeger. Ja. Ein 350er SLC, Mercedes. Und Baujahr? Baujahr Modell 84.
74. Ja, kleinen Moment mal, der überlegt sich das noch, der Russe. Okay, ja, bitte, bitte. Ja, hallo? Ja, das schön. Ja. Na, erzählen Sie mal was über Ihr Wagen. Ja. Ein Audi Coupé. Ja? Audi wollen Sie nicht haben, wa? Nur Mercedes. Muss Mercedes sein. Nee, der Spinner will nur Mercedes haben. Na, ich glaube, ich muss ihn doch irgendwie woanders hinschicken. Na, der will von mir hier Mercedes haben für 1500. Wissen Sie wo? Hier, der Mann sagt hier, wollen wir sagen. Zu Koch und Co., wie immer. Ah, da gibt's welche, wollen wir sagen, vom Schrottplatz. Nee, rufen Sie nachher nochmal an, bitte. Herr Dostojewski, wie Sie herausgearbeitet haben, dass also in diesen Schriften, in der Haltung etwas Seherisches ist, dass nämlich genau wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir jetzt stehen. Die Menschheit ist in Gefahr, wir wissen es alle, die gesamte Menschheit ist in Gefahr. Und wir alle sind aufgerufen, Position zu beziehen. Das ist ein existenzieller Aufruf, der hier an uns geht. Und wie Sie selbst gesagt haben, dass es übersetzt wird. Ja. Ja. Es ist keine Antwort, wenn die Leute in die Kirche gehen. Es ist eine Antwort, ob das gesamte kulturelle Leben in einer Aufbruchstimmung ist und die Situation, in der wir uns befinden, erkennt. Wenn nicht die gesamten zivilisierten Völker sich einig sind über die Situation, in der wir sind, dann gibt es keine Rettung. Wird das in Russland begriffen im Sinne des Dostojewskischen? Natürlich fiel ihm jetzt auch sehr schwer, auf diese Frage zu antworten. Wie soll er das, das, was man als Religiosität des russischen Volkes bezeichnet, dass man das nicht weiter differenziert? As it turned out, I didn't give too many lectures, so the money I got out of it was tiny. Was kostet diese Auto, diese Mercedes? Aber das lohnt sich ja nicht mehr, den zu kaufen. Der ist viel zu doll vergammelt. Aber bei uns ist das schon würde lohnen. Опа, приехали. Hallo. Guten Abend. Hier spricht Dostojewski. Ja. Можно говорить по-русски? Ну вот, вы помните, как мы... Ну, у меня сложности. Мне негде ночевать. У меня нет денег.
У вас гости сегодня? А, ну, понятно. Понятно. Hello. Hier spricht Dostoevsky. Sie fahren weg? Schade. Спасибо. Хорошо, так и сделаю. Haben Sie denn überhaupt kein Geld? Ja, keine. Schade. Oder irgendwas kein anderes Geld. Zum Tauschen oder so, dass man tauschen kann? Dann setzen Sie sich mal hin. Danke. Mal sehen, was wir für Sie machen können. Bettina, kommst du mal? Hier ist jemand aus Russland, da ist nicht, wo übernachten kann. Und will irgendwie eine Unterkunft haben, weil er bei uns nicht schlafen kann. Willst du denn nicht irgendwie so ein Obdachlos natürlich? Ja, Obdachlos oder irgendwie sowas? Das ist nicht das Ideale, wa? Da gibt es irgendwo. Typen hier irgendwo. Da gibt es ja auch Rotkreuz und alles so ein Scheiß. Ja, nee, das ist nicht das Richtige. Der ist so ein Mönch oder was das ist da. Der nimmt so Leute auf. Das ist ein Mönch, ja? Ja, ja, das ist so ein russischer Mönch. Ja, da kann man übernachten. Kostenlos. Kostenlos. Ja? Und da kriegt er was zu essen. Ja, ja, na klar. Ja. Naja, müssen wir mal fragen, irgendwie, dass wir da ihn hinbringen oder sonst was irgendwie. Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крестик донести. Помоги мне, Боже, крестик донести. Я. Итак, я попал к старцу Тимофею. So I ended up staying with Father Timofey, the hermit from the Olympic Park. Ну я. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Was machen Sie hier? Ich baue eine Alarmanlage ein. Zu Väterchen Timofey kommen viele Leute, stehlen ihm seine Ikonen. Viele glauben, es ist ein Heiliger. Und deswegen kommen Leute und stehlen dann von ihm Sachen und denken, und sie könnten zu Hause vielleicht ein kleines Wunder damit bewirken. Die wollen von ihm die Sandalen haben, die wollen von ihm ein Stück Teppich haben. Verrückte. На пути видел столб, огненный столб, от неба до земли. И в огне стоит Царица Небесная и говорит мое имя, называет, и грозно говорит, Тимофей, нет пути назад. Я упал, да и лежу, плачу. Думаю, что ж будет это такое. Подходит, говорит, вставай, вставай, не бойся. Угу. Я поднялся, плачу, мамка, Царица. У меня дома семья, жена. Двое детей и жена беременная. Все в порядке дома, родился сын, а ты езжай и не возвращайся, покуда я не скажу. И построить церковь Востока и Запада. At Father Timofey's I started drawing again, something I used to do professionally in the army. It occurred to me to do a series of Dostoevsky motifs, his favorite subjects and places. Love.
during the college. Dostoevsky loved drawing architectural details on his manuscripts. One of the things he kept drawing over and over again was the Cologne Cathedral. So I went to Cologne and drew it too. Der Kern der Sache ist, dass in Herrn Raskolnikows Artikel alle Menschen in gewöhnliche und außergewöhnliche unterteilt werden. Die gewöhnlichen sind zum Gehorsam verpflichtet. I thought that the Germans might be interested in such pictures, especially as they were drawn by me and signed with my name. I imagined that if there was enough interest in these pictures, I might go back to Russia in a car after all. Ihre Mutter hat sie geschlagen, nicht wahr, damit sie auf die Straße gehen? Nein, so ist es nie. Sonja, ich habe dich auserwählt. Was tun Sie? Ich bin eine Sünderin. Ich habe mich vor dir verneigt. Ich habe mich vor dem ganzen unendlichen Leid der ganzen Menschheit verneigt. Ich habe erkannt, dass wenn man warten wollte, bis alle Menschen klug und vernünftig geworden sind, das würde wohl sehr lange dauern, viel zu lange. Ich habe erkannt, dass dies überhaupt nicht der Fall sein wird, dass die Menschen sich nicht ändern, dass niemand sich verändern kann. Es lohnt die Mühe nicht. Das ist das Gesetz der Menschen. Heute weiß ich, wer stark ist, der ist Herrscher über sie. Wer viel riskiert, der hat die Macht. Wer auf alles pfeift, der ist ihm recht. So ist es und so wird es immer sein. Als ein von Bruder Karamazow, Dmitri, Aljoscha und Ivan, bin ich Dmitri. 150, diese oder diese oder diese. Verschiedene. Das ist Dostojewski, der Autor. Ja. Aber ich habe ein Gespräch mit deutschen Künstlern. Solche Preisen. Ja, das ist schön, wenn Sie die drei. Ja, gut. Mhm. Ja, stimmt das, ne? Ja, natürlich. Dankeschön. Ich mache einfach so. Sie wollen alles sehen vielleicht. Nur diese und bum, bum, bum. Wo ist das? Das ist Stare Russa, eine kleine Stadt. Ja. Der Dostojewskis Haus. Für Dostojewski ist das eine Legende, dass alle drei Brüder eine Person, aber verschiedene Seiten von einer Person. Ja. Ja. Wiedersehen. Ja. Können wir checken, bitte? Für mich ist es schwierig. Ja. Ja. Schade, aber nur die Hilfe. Was hast du dir angetan? Lass mich. Quäl mich nicht. Hör auf! Ich wollte Geld. Ich riss der Alten den Beutel vom Hals, brand voll Geld. Сестренку гимназистку в уборной утопил. Бедная царица, защити нас, как сирот, хотя грешны мы ужасно, все крещенный твой народ, хотя грешны мы ужасно. Все крещённый твой народ.
On the 7th of November, I went to the Soviet consulate, where they were celebrating the Great October Revolution for the benefit of German industrialists. There I met a Mr. Jürgensen, who was quite interested in my drawings. Aber ist es eine provinzielle kleine Stadt in Russland, Dostojewski wohnt, Staraya Russa? Somehow Mr. Jürgensen forgot all about my drawings and instead invited me to his casino. Vielleicht können wir den folgenden 12 Rote vermeiden. Zum Essen kommen. Ja, wir diese 100 Firmen noch haben. Dann stelle ich sie dort vor, als Urenkel Dostojewski. Spielcasino. Aha. Ein großes Interesse haben, in Leningrad eine Spielbank zu eröffnen. Mhm. Wir haben auch. Wir haben jetzt ein Casino in Leningrad. Ja. Ja, ich weiß, auf dem Hotel Olympia ist eine, kleine, eine ganz kleine Spielbahn. Aber ganz klein, ja. Das ist natürlich kein Casino im richtigen Stil. Ja. Vielleicht, vielleicht sollte man sie mit dem Direktor mal zusammenbringen. Das ist ja vielleicht eine interessante Verbindung. Ja, der Urenkel Dostojewski mit dem neuen Spielbahn. Ja, alles klar, ja. Vielleicht können Sie als Marketingberater für ihn tätig sein. Oh, so. Das ist sehr interessant. Ja. Ich habe einen Arbeitsplatz und habe viel Zeit. Im Grunde genommen würde ich ihn reifen nicht allzu sehr auf den erfolgreichen Verkauf der Bilder zu haben. Vielleicht wäre es besser. Wenn Sie mal einen kleinen Bilder in die Hand haben. Ach so. Und auch da mal auf das Talent Ihres Logos vor das zu haben. It then occurred to me that somewhere in The Gambler, Dostoevsky gives a very precise description of his roulette system. Herr Dostoevsky, eine Überraschung nach der anderen. Gerade erst gestern hatten wir noch den Präsidenten der GSFR hier, Herrn Václav Havel, und heute Sie. Wir haben hier alles vorbereitet. So. Bitte schön. Danke. Selbstverständlich sind Sie heute Abend ein Ehrengast unseres Hauses. Der Spieler ja auch ein bedeutendes Buch, auch ein persönlich bedeutendes Buch. Ja, ja, das ist psychologisch so interessant. Ich habe dieses Buch an den Tisch liegen, wenn ich spiele. The thing that got all the journalists terribly excited was my knowledge of Dostoevsky's roulette system. Das ist eine solche Ordnung im Spiel, der mit Dutzend, ne? Ja. Zuerst die letzte Dutzend gewinnt, dreimal, dann einmal die obere Dutzend, die erste Dutzend, und dann vielleicht zweimal die mittlere Dutzend. Ich habe schon probieren. Ja.
Я на вопрос. Kamerad. Läuft. Herr Dostojewski, Sie tragen einen großen Namen. Welche Gefühle haben Sie Ihrem Urgroßvater gegenüber? Bin ich Dmitri auch. Als ein von drei Brüdern. Dmitri, Ivana. Das ist jetzt möglich. Halt! Dmitri Andrejewitsch Dostojewski auf den Spuren seines berühmten Ahnen. Jetzt, da ich selbst älter geworden bin, habe ich begonnen, mich für die Geschichte meiner Familie zu interessieren. Im Unterschied zum gewöhnlichen Leser habe ich ein mehr intuitives, gefühlsmäßiges Verhältnis zum Werk meines Urgroßvaters Fjodor Michailowitsch. Религия играет громадную роль. На мой взгляд, это единственное, что может спасти нас. Glauben Sie, dass dann in den Werken von Dostojewski, in dem ja gerade diese Verbundenheit mit dem Glauben eine wichtige Rolle spielt, einen sozusagen programmatischen Charakter für den Aufbau einer neuen gesellschaftlichen Situation in Russland besitzen könnt? Насколько я понял вопрос, то здесь можно просто коротко сказать «да». Das Wichtige, das ist Bruder Karamazow. Bruder Karamazow. Ja, Karamazow. Bin ich Dmitri auch, ja. Als ein von drei Brüdern, Dmitri, Ivan und Alyosha. Ich wollte hier ein Auto kaufen, aber ich weiß nicht, ob es Geld gibt. Ich habe nicht so viel. Am Ende des Tages bin ich schon zu dem Schluss gekommen, dass der meist organische Strom für Russland ist. Монархический строй. Меня КГБ, так сказать, не вызывало по этому поводу. Но на меня смотрели уже не как на простого человека. И чаще всего, когда это было возможно, я не признавался в родстве с ним. Это страшно быть Достоевским. Это все время чувствовать свое собственное пророчество. Да. Фёдор Михайлович хорошо ощущал моменты в жизни и чувствовал, какие выводы можно для себя сделать, то же самое я постоянно. Достоевский war sehr intuitiv und liebte die Welt genau zu beobachten und zu analysieren. Und das gleiche gilt für mich. Ich beobachte immer und ziehe meine Schlüsse. I only realized how famous I'd become when one day a company which specialized in hiring out Ferraris gave me a Ferrari for a week as a kind of publicity stunt. No. Nee, nach vorne. Und hier, stopp. Ja.
Sie bleiben stehen. Komm, ja, das ist jetzt schon hier, ja? Moment. Oder? Axel, kannst du mal eben gucken, da seine... Meine Klappe. Vielleicht nicht. Ich. So. Ich nicht von der Seite daneben, so. Ich höre manchmal nach hinten. Schau es mal eben raus. Sehr gut, ja. Die Handbremse ist noch angezogen. Dieses rote Licht hier bedeutet, dass die Handbremse angezogen ist. Jetzt so, ja, auf die Bremse. Ja. Wenn Sie den ersten Gang drin haben, dann können Sie starten. Gut. Я сразу направился в Лихтенштейн, где I decided to go to Liechtenstein and visit my only relative in the West, the Baron von Falzfein. Это я на машине еду, да? С телефоном, вот есть возможность тебе позвонить. Ну, сейчас в Лихтенштайн еду, к барону. Ну, какие бумаги? Тут на Феррари. Ну, это такая машина, которая... Да-да. Ну, а вас-то как там? Да, ну, я еще не могу сейчас приехать, мне... Данил Евгений Дмитрий. Да, да. Откуда взялся? Из Петербурга. Ну как же так? Сюда. Вот здорово. Вот это по-русски с неба свалился. Да, именно так. А это что такое? Вот. Это... Неужели? А, на это же самый лучший. Это же самый лучший, который мы имеем в Европе. Да. Ну как же так? Вот здорово. Со я не имею такого. Ну, молодец. Барон меня никогда не приглашал. While I was in Russia, it never occurred to the Baron to send me an invitation. Now he seemed quite pleased to see me. He even ended up giving me 600 francs. Ну вот, это мои знаменитые предки, старины моей матери, и панчини. Каждый Петербург знает, кто и панчини. Я имел три адмирала. И один генерал, мой дедушка. И он играет большую роль в романе «Идиота», потому что и Панчини, и Достоевский жили рядом в Павловск. Ну вот видишь, милый друг, как судьба. У меня-то как-то случилось хорошо, но у тебя в Петербурге ты никто. Пока что я увидал, это не было... то, что надо было Достоевскому дать. Я надеюсь, что с твоим именем ты попадешь в общество дворян, которые теперь стараются показать, что мы были удивительные люди, дворяне. Мы не были люди, которые эксплуатировали народ, наоборот. Слушая говор колес Очень рад представить моего племянника Дмитрия Достоевского, князь Юрийский, наследник Александра II. Ваши предки знали друг друга, и я так рад, что сегодня и могли встретиться. Пора узнавать, что есть человек, который стопроцентно здоров, красивый человек, настоящий аристократ, и у него есть чудные мысли, он умница, и вот, по-моему, он наследник. Das Problem war eben von Wladimir, dass der letzte ist vom letzten Zar, der einzigste vom letzten Zar, oder? Ja, ja. Und wir stammen ja von vorher, und darum ist immer als der letzte. Ja, das ist schon in Ordnung, wenn
der andere Teil sich nicht fähig erklärt für irgendeine Sache, also warum nicht? Sie gehören zur Zarenfamilie und damit hat sie es. Это не происходит автоматически. Все-таки. Alles in Butter. Единственный он не Романов, но он просто князь. В нем соединяется Романов. Ну, конечно. Как бы не было там часть, но она есть. Und, weil es ist ja nichts mehr da. Es ist ja niemand mehr da. И потом, а если так говорить за народ, а я здесь как раз представитель, так сказать, русского народа в какой-то степени, да. То, конечно, во-первых, народ предпочтет более молодого, потому да. что у нас новая будет история опять. Да. Мы восстанавливаем, так сказать, убираем да. этот промежуток, который я считаю, да. был неверен. И будет новая история, нам да. надо молодого. Я тебе царя. Дал этот лист. Так что когда у тебя будет собрание, это... Да, я обязательно буду. И расскажи, предок и предок, они были друзья. Die haben doch keine Ahnung. Дай мне скоренько аппарат, и я вас сниму на память. Пожалуйста. На память этого исторического дня. Прощай, Дмитрий! В Лондоне будет большой бал «Война и мир». Николай Толстой организует. И вот привет. Обязательно передам. И скажи ему, что я жду его. Нестерпение. Он всегда обещал, и так он так и не приехал. Обязательно Пожалуйста, скажу. Привет. Хорошо? Счастливо. Ladies and gentlemen, I am Gregory Lord of Frost, the Secretary General of the Monarchist League, and we have with us today Mr. Dmitry Dostoevsky, who is the grandson, am I right? Grandson? The great-grandson and the principal living relative of the very famous Russian author, Fyodor Dostoevsky, who wrote rather splendid books such as Crime and Punishment, is that right? And The Idiot, another one. Yes, right, the memory is serving me well here. And he's come from Russia to speak to us today, which I think is a great honor for us to have someone of his stature coming out of Russia. Well, it's more like time. Dmitry Dostoevsky from Russia. Это всю историю, да, о том, что Толстой Лев Николаевич не мог никак Достоевский. Вернее, они были вот так же в одном зале, но их не сели. История России, которая сделала вот этот зигзаг, должна снова вернуться на правильную дорогу. И таким образом, где-то впереди мы видим свет в том длинном и темном тоннеле, который вот сейчас мы находимся. В нашей истории русской монархии были случаи, когда народ решал, кого посадить. And sometimes within the history of the Russian monarchy, the nation decided who the next Tsar was. Well, not the nation, the boyars. Но бояре, находившиеся на российской земле. From Russia. Russian boyars.
Oh, these. Hello. Hello, Mel. Oh, well, listen, I'm sitting here in a car in London, driving along with Dostoevsky's great-grandson. In London, I was approached by a film producer. He tried to get me involved in a film based on Brothers Karamazov. Na komm mal, da hast du ja einen Pfann gemacht. Mach da mal deinen Reservereifel drin, dass du gut nach Russland kommst. Na, da hast du ja nun einen guten Pfang gemacht. Wie bist du denn so schnell zu Geld gekommen, Mensch? Ha? Gut. Ja, dann schöne Fahrt. Und danke. Dann, jetzt haben Sie ein Auto, wo man sagen, nach Ihren Wünschen. Jetzt Schluss mit dem. Ja. Darf ich bitten, eine Fotos machen? Foto? Ja, gut. Ach so, ja. Naja, du ist ja so, ich kann nicht gucken, bin blind. Ja, hier. Ja. Müsste mein Kollege machen, wenn Sie damit einverstanden sind, ja? Verstehe. Gut, okay, machst du mal. Ja, bitte, kommt. Ja? Ja, gut. So, ja? So. Ja. Naja, dann alles Gute. Ich wundere mich aber, muss sagen, dass du so schnell zu Geld gekommen bist. Aber das Glück ist Friedes, das Glück ist Schmied. Ich kann auch mal zwischendurch Pause machen. Ja, nicht so schnell. Und vorsichtig, unterwegs jetzt viele Banditen. Schöne Fahrt, Andreas. Ja, na, der hat ja einen schönen Fang gemacht. Erst kein Geld, verstehst du? Na, was machst du denn da? Das ist aber nicht korrekt, was er macht.